Lass uns heute mal etwas über Schmutzfilme sprechen, sowie über das Zerstörungspotenzial, das sie meiner Ansicht nach mit sich bringen. Also ich bin kein Anhänger der NoFap-Ideologie, die ja zum Teil auf die völlige Unterdrückung der Triebe pocht und sogar sogenannte Semen-Retention über Monate propagiert. Hör zu, Junge. Du gibst jetzt die Zooladendame auf. Bumsen macht die Beine schwach, verstehst du? Ich hab die Kleine echt gern, weißt du? Dann lass dich von ihr trainieren! Also das geht mir dann doch zu weit. Gerade wenn du vom intensiven Sport kommst oder irgendeine andere große Leistung vollbracht hast, gehen deine Testosteronwerte und damit deine Samenproduktion nach oben. Mutter Natur hat sich sicherlich etwas dabei gedacht, wenn sie uns mit Hormonen und Spontanständern bis zum Abwinken ausgestattet hat. Das im Hinterkopf sind hier meine 10 Gründe, warum du Schmutzfilme dennoch radikal meiden solltest. Nummer 1. Süchte machen dich schwach und schwächer. Wenn du nach etwas süchtig bist, du also das rechte Maß nicht mehr berücksichtigst, dann ist das ganz klar ein Zeichen von Kontrollverlust. Verlust der Selbstbeherrschung, mangelnde Disziplin und auch zu wenig Selbstachtung, all das ist hier miteinander verbunden. Und das gilt ja auch für andere Süchte, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Gaming, Alkohol und so weiter. Der Mangel an Selbstbeherrschung wirkt sich aber nicht nur auf dich aus, sondern auch auf andere. Denn wenn andere erkennen, dass du deine Gelüste nicht kontrollieren kannst, wird deren Vertrauen in dich schwinden und sie Reis ausnehmen lassen. Zweitens, verursachte Gehirnschäden. Beim Konsum von Schmutzfilmchen wird bekanntlich Dopamin in unserem Gehirn freigesetzt, und zwar erhebliche Mengen davon. Mit der Zeit regelt das Gehirn die Dopaminrezeptoren herunter, um die Homöostase aufrechtzuerhalten, also das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen. Wenn das passiert, muss man in der Regel noch mehr bzw. noch abartigere Clips schauen, um sich gut zu fühlen und seine Lust zu befriedigen. Was fast noch schlimmer ist, ist, dass sich auch die natürliche Freude, die man bei alltäglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel einem spontanen Flirt mit einer Frau oder selbst einem Kuss mit der Partnerin empfindet, nicht mehr so gut anfühlt. Drittens, es schwächt die Willenskraft. Im Vergleich zu anderen Lebewesen hat der Mensch eine richtig gut entwickelte präfrontale Region. Hier setzen wir uns Ziele, lösen Probleme, regulieren unser Verhalten insgesamt und unterdrücken auch schädliche Impulse sowie Triebe. Wenn die Dopaminrezeptoren im Gehirn abnehmen, verringert sich auch die Anzahl der Nervenzellen, wodurch Willenskraft und gesunde Hemmungen geschwächt werden. Anders ausgedrückt, du stumpfst ab, wirst mehr und mehr apathisch und deine Fähigkeit, große Ambitionen und Herausforderungen zu meistern, nimmt ab. Nummer 4. Es zerstört Produktivität und Motivation. Dem Konsum von Schmutzfilmchen sind ja praktisch keine Grenzen gesetzt. Mit 2-3 Klicks bist du dabei und eine gesellschaftliche Ächtung gibt es, wie üblich in liberalen Gesellschaften, leider auch nicht. Der durchschnittliche süchtige Mann konsumiert zwischen 4 und 12 Stunden pro Woche. Das ist im Grunde ein ganzer vergeudeter Arbeitstag, den du nicht wieder zurückbekommst. Zudem bist du nach dem Konsum meist so demotiviert, dass mit dir erstmal gar nichts anzufangen ist. Was nach einer guten Nummer mit einer realen Frau definitiv nicht der Fall ist. Dann nämlich bist du motiviert und selbstbewusst, weil du stolz auf dich bist, sofern du dich einigermaßen gut angestellt hast. Fünftens, es zerstört Beziehungen. Wenn deine Dopaminrezeptoren abnehmen, lässt auch die Empathie nach, die du für reale Beziehungen aufzubringen gewillt bist. Eine Beziehung kann dir dann nämlich relativ einerlei sein, weil du eben auf den einfachen Ausweg eines einzigen Mausklicks zurückgreifen und Problemen sowie Verantwortung, die eine Beziehung mit sich bringen, aus dem Weg gehen kannst. Schmutzfilme zerstören also nicht nur unter Umständen deine bestehende Beziehung, sondern auch die Bereitschaft, überhaupt eine Beziehung einzugehen. Sechstens, Erektionsstörungen. Der Konsum führt zu weniger realem Beischlaf, weniger befriedigendem Beischlaf und schließlich zu gar keinem Beischlaf mehr.
Was die meisten Männer nicht wissen, ist, dass hier tatsächlich Veränderungen im Gehirn verursacht werden können, nämlich psychologische Veränderungen, die auf der unterbewussten Ebene stattfinden. Wenn du bei Schmutzfilmchen steinhart bist, aber beim realen Beischlaf genau das bei dir zu wünschen übrig lässt, spätestens dann sollten bei dir alle Alarmglocken läuten. 7. Vorzeitiges Kommen. Selbe Ursache wie beim Punkt zuvor. Die Clips auf dem Bildschirm schüren komplett unrealistische Vorstellungen und Wahrnehmungen, welche dann bei der echten Nummer an der Realität scheitern. Wenn du dein Kommen verzögern willst, dann gibt es Methoden mithilfe von entsprechendem Training allein über deine Gedankenkraft. Hier kannst du sozusagen auf natürliche Weise desensibilisieren und ordentlich Zeit dazu gewinnen. Ich habe schon ein Video zum Thema gemacht, sieh dir das an, wenn du magst. Natürlich ist ein solches Training nicht für No-Fapper geeignet, denn die fassen ihr Ding-Dong ja nur zum Pipi-Machen an. Punkt Nummer 8 sollte uns richtig Angst machen. Der übermäßige Konsum von Schmutzfilmen kann Vorlieben bzw. Orientierung verändern. Bisher wurde das ja immer als Mythos abgetan, aber inzwischen gibt es eine Studie, welche diese These unterstützt. Das Portal X-Hamster gab an, dass ohnehin schon 22% seiner Nutzer bi sind und je öfter sich Nutzer einloggen, desto höher ist dieser Prozentsatz. Das ist freilich auf den ersten Blick nur Korrelation und nicht Kausalität. Aber X-Hamster gab eben auch an, dass Nutzer je öfter sie den Schmutz konsumieren, auch Gefallen an widernatürlichen Vorlieben entwickeln. 9. Soziale Ängste, Komplexe, geringes Selbstvertrauen. Die Gewohnheit kann dazu führen, dass du viele Dinge in Frage stellst. Deine Fähigkeiten im Schlafzimmer, dein Aussehen, deine Beziehungen, deine Talente, deine Ziele und so weiter. Du fühlst dich also mehr und mehr nicht gut genug für die Realität. Die Folge davon, deine sozialen Fähigkeiten nehmen ab und du suchst dein Heil und Bestätigung nur noch in der fiktiven digitalen Welt. Was ja auch der Fall ist, wenn du generell zu viel Zeit online verbringst. 10. Dein Testosteronspiegel. Also es gibt ja die These, dass Schmutzfilme oder auch Selbstbefriedigung allgemein direkt das Testosteron senken würden. Das ist nach meinen Recherchen nicht der Fall und ich habe keine verlässliche Quelle gefunden, die diese These unterstützt. Allerdings, das was auf jeden Fall deinen Testosteronspiegel erhöht, sind echte Kontakte zu realen Frauen. Direktes Ansprechen von Angesicht zu Angesicht, ungezwungenes und selbstbewusstes Flirten und prickelnde Dates in der realen Welt. Indirekt steigen also deine Testo-Werte, wenn du Schmutzfilme mit der guten altmodischen und natürlichen Zweisamkeit ersetzt. Wie du das tust, zeige ich dir in meinem Schlüpfersturmer. Das ist sozusagen der Einstieg in meinen Premium-Bereich und ich würde mich freuen, dich darin zu begrüßen. Der Link ist gleich unter dem Video. Danke für deine Kommentare, dein Abo und den Daumen hoch. Ciao, ciao.